Wir kämpfen und setzen uns ein für einen geordneten Austritt, nicht wegen britischer Forderungen, sondern wegen des eigenen Interesses. Wir haben in der Zeit der Diskussion jetzt über 3 Jahre eine gemeinsame Position von 27 Mitgliedstaaten erreicht. Die haben wir auch über den heutigen Abend erhalten. Und insofern wollen wir diese Position auch fortsetzen. Und die heißt, dass in einer Situation, in der wir uns befinden, die wir bedauern, dass Großbritannien ausscheidet, wir trotzdem einen geordneten Austritt wollen. Und angesichts der vielen Probleme auf der Welt, die bestehen, bedeutet es für uns auch sehr viel, das ist heute Abend diskutiert worden, dass ganz besonders wir als Europäer zeigen, dass wenn es eine solche schwierige Entscheidung eines Austritts eines Mitgliedstaates gibt, wir auch einen geordneten Austritt hinbekommen und nicht sozusagen darauf verzichten. In diesem Sinne war es heute ein sehr intensiver, sehr guter Abend, der wieder einmal die Einigkeit der Europäischen Union gezeigt hat und die 27 Staaten, die jetzt über viele Monate und Jahre gezeigt haben, dass sie den gemeinsamen Weg gehen wollen, werden ihn auch in Zukunft gemeinsam gehen. Markus Preis von der ARD. Frau Bundeskanzlerin, es gab im Vorfeld auch Bedenken von einigen Ländern, sage ich es mal so, die sich Sorgen darüber gemacht haben, dass Großbritannien die EU blockieren könnte, sabotieren könnte. Wenn Sie gesagt haben, wir haben die Einigkeit hergestellt, wie sind Sie diesen Bedenken begegnet und was haben Sie da für Vorkehrungen getroffen? Danke. Ja, die britische Premierministerin hat heute ganz klar gesagt, dass sie weiter die Rechte und Pflichten der Europäischen Union akzeptieren werden, solange sie Mitglied sind. Und das haben wir auch akzeptiert und haben noch einmal deutlich gesagt, dass wir das auch erwarten von der britischen Regierung. Und wir haben aber auch keinen Zweifel, dass es so eintritt. Das heißt, das war nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wann